Hallo, grüß Gott. Moin, moin und hallo. Während der Anmoderation ist mir aufgefallen, dass es wieder so ist wie immer, aber ich erwähne es nicht mehr. Und ich habe wieder eine Dame dabei, die jetzt wahrscheinlich schon wieder lächelnd ins Mikrofon guckt. Und es ist Beat. Vor allem schaue ich ins Mikrofon. Hallo. Ja, meine ich ja. Ja, hallo, grüß dich. Ja, es geht weiter und wir haben gerade vorher noch gesprochen, weil es ist jetzt eine Woche her, glaube ich, wo wir aufgehört haben. Wir machen jetzt weiter und es steht Friedhof dort und ja, so kennt man mich. Ich habe keine Ahnung, was wir am Friedhof gemacht haben. Wir gehen es mal direkt. Eben richtig. Also ich gehe schon mal fortsetzen. Wunderbärchen. Jetzt warten wir einfach. Ich bin bereit. Super. Und Beanut ist hoffentlich auch bereit. Steht denn hier verloren? Ja. Wie verloren? Was? Steht verloren bei mir, Little Hope. Achso, ne, bei mir nicht. Okay. Warte, jetzt los. Was? So. Immer diese Countdowns. Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Verschwinden wir hier. Zum Abgleich, du siehst auch die drei Leute. Ja. Und ich hab ne, ich hab, ich kann, doch, ich kann eine Taschenlampe. Ich bin, wer bist denn du? Also ich scheine John zu sein. Der ältere Herr. An. Ja, ich bin die jüngere Dame. Naja, und jünger würde ich jetzt. Jetzt, bitte, ne? Nicht können auf wir diese. Weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich auch nicht. So, ich kann mich nur, geh mal aus dem Weg hier. Er läuft voll in mich rein und sagt, geh mal aus dem Weg. Ich hab was. Hier liegen Thomas Wyman, Gouverneur und Friedensrichter, verstorben am 30. Juli 1701 und seine Frau Mary Wyman, von uns gegangen im Februar 1699. Nett. Mit der Grabstein. Ist hier da vorne eine Tür? Ich gehe jetzt immer noch mal hoch. Dass wir jetzt überhaupt auf dem Friedhof sind? Ja. Ist jetzt auch nicht gerade der Place to be, wo ich jetzt wäre. Es kommt halt immer darauf an, was man hier gebucht weg. Hat. Ne? Weg von diesem Biest. Zimmer mit Mehrblick oder Zimmer mit... Letzte Ruhe. Ich habe wieder... Ist es dasselbe? Nee, ist es nicht dasselbe, oder? Nee, ist ein anderer. Hier liegt Abraham Alistair, verstorben am 13. Februar 1699. Factum fieri infectum non potest. Ah. Und da kommen wir, glaube ich, her, oder? Ich denke. Ich denke schon, oder? Ja, da wird die Kameraperspektive ist schon manchmal ein bisschen komisch. Die Perspektive. Oh, da liegt was. Warte, was haben wir hier? RT, ja, mach ich. Was haben wir? Ich habe keine Ahnung. Oh, Geheimnis. Eine Sonne. Einen Sonnenglücksbringer hast du gefunden. Das hat doch immer der Typ getragen, der... Freund Wie, ach hier liegen noch mehr Sachen. Herr Man Wie kann alle von der. Wie von der? Die ganz am Anfang gestorben ist, Tanja oder so hieß die. Okay. Megan Tragisch, wenn jemand so jung stirbt. 16. Juni 60 bis 16. Januar 72. Geliebte Tochter und Schwester. Boah, 12 Jahre, schon krass. Ich habe Anne Clark.
12. Februar 1931 und 16. Januar 1972, liebevolle Mutter. Sind das die Gräber von unseren am Anfang allen Verstorbenen? Von der schrecklichen netten Familie, ja, es könnte sein, ja. Was ist das? Ja, die sind alle am gleichen Tag verstorben. Jung gestorben. Dennis F. Clark. 1951 bis 1972, geliebter Sohn und Bruder. Dennis. Ich habe James D. Clark, 8. April 1929, 16. Januar 1972, liebevoller Vater. Ja, das ist okay. Die Familie Clark, die am Anfang von uns gegangen ist. Aber wieso liegen hier Blumen? Ist es die Mary? Oder Megan, oder wie die hieß? Mit M irgendwas? Tanja A. Clark. Beeindruckend, dass noch jemand dieses Grab besucht. Dann ist es der Vincent. Tanja A. Clark. Ist ja die ich gespielt habe, die sich aufgehängt hatte. Und die hatte einen Freund. Und ich glaube, dieser Freund war eben dieser Herr, der am Anfang in dieser Bar saß. Und der hatte immer diesen Sonnenglücksbringer getragen. Und der stellt wahrscheinlich immer noch die Blumen hier hin. Okay. Ist das hier? Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Aber trotzdem wissen wir immer noch nicht, wie alles zusammenhängt. Nö. Das merkt man erst am Schluss, wenn alle gestorben sind. Fast. Bis jetzt haben wir noch alle. Ja. Und sie hat es schon wieder gesagt. Ja, verdammt. Und da waren wir schon, ne? Das war das. Ja. Okay, genau. Abraham, ja. Alistair, ja. Ich glaube, wir müssen da vorne aus der Tür raus jetzt. Ja, ich folge dir. Geh mal vor, du bist der Mann. Geh mal bitte vor. Wie ich es jetzt noch finde. Wir sind so oft im... Da, Exit. Folgen Sie mir bitte, junger Mann. Wir folgen jetzt dem Herrn hier. So, hier. Sieht's doch gut aus. Ja, mach mal. Hey, kommst du? Tolle Geräusche. Was? Hier ist... Walking Dead oder was? Die Wasserleiche. Bloß weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Da ist er ja schon wieder. Ach nee, das ist wieder dieser komische... Schnell! Oh Gott. Wo ich schon das letzte Mal nicht gecheckt habe, wer das sein soll. Quicktime-Event geschafft. Ich auch. Bei mir stand, dass du gescheitert hast, aber nee, naja. Wie bitte? Ich doch. Ich bild mir eine Stand da oben gerade, aber egal. Okay. Schau, das ist der. Dieser Vincent, wo ich dachte, das wäre der. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Was hat die Frau gesagt, bevor sie ertränkt haben? Das Mädchen muss gestoppt werden. Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Weiß nicht. Na los, gehen wir. Oh nee, ist es dieses Haus? Da sollten wir vielleicht nicht reingehen. Ich sehe mich drinnen um. Na, was für eine dumme Idee. Wieso geht man da rein? Weil es im Drehbuch steht. Oh! Silent Hill. Also ich sehe jetzt was anderes. Ich sehe einen Baum, also einen Jungen am Stein sitzen. Du bist Taylor, ich bin Daniel. Ah, dann sind wir jetzt wieder zusammen. Sehr schön. Okay. Wie geht's? Geht's dir gut? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Das wiederholt sich nicht. Vielleicht war ein Zirkus in der Gegend. Irgend sowas. Was für ein Ding?
Das Ding halt. Ja, das Ding, Mensch. Lass mich mal vor, ich bin der Mann. Was war das? Was war's? Vermutlich. Doch, da war was. Historischer Pfad von Little Hope, Hexenpfad. Na, super, dass wir da jetzt drauf wandeln. Na klar, logisch. Da kommen gleich die ganzen Hexen. Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Oh. Vorne steht wieder was. Das ist die Karte. Nicht mein Lieblingsreiseziel. Karte von Little Hope. Unsere historische Stadt aus der Vogelperspektive. Aha. Alles gemerkt. Und schon wieder vergessen. Sollten wir schon auch mal kurz die Stadt an? Natürlich. So, jetzt haben wir auch mal kurz gesehen. Auch alles gemerkt, gespeichert. Ja, natürlich, ja, natürlich. Eben, eben. Aber ich habe ja dich, du kannst dir das immer ganz gut merken. Gut, du bist verloren. Strumpf, der geglitscht ein bisschen hier drüben. Boden. Sieh dir das an. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Bestimmt. Und da willst du jetzt drüber gehen. Der scheiß Idee. Schaut doch voll stabil aus. Oh, ist du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Was? Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Tschüss. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Eben. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Ich habe jetzt schon Angst. Liebe Leute, wir schauen wieder Bina zu, wie sie über eine Brücke geht. Und wahrscheinlich jetzt stirbt, weil jetzt irgendwelche Quicktime-Events kommen, ey. Alles gut bis jetzt. Oh, musst du schon rüber schauen? Geht doch. Was war jetzt? Was ist das? Ja, du wolltest doch vorgehen, Strumpf. Du bist doch der Mann, du wolltest doch vorgehen. Ja, ist ja gut, Mensch. Musst du nicht erst zusammen, ne? Natürlich gehe ich vor. Willst du nicht mal vor? Okay, ich gehe weiter vor. Okay. Vorne ist wieder was zum Anklicken, Dingsen. Mhm. Läuft. Ich was war da? Achso. Siehst du das? Hexengrab. Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Schön. Das sehen sogar wir jetzt mal. Also das scheint etwas Wichtiges zu sein. Mhm. Verschwinden wir. Daniel! Lassen Sie uns los! Still. Bitte. Mary! Ich bin hier drüben. Mary, der Quell des Bösen ist hier. Des Bösen? Wissen Sie, was hier los ist? Wir wissen es nämlich nicht. Sie haben uns erschreckt. Ihr sprecht vom Tod? Heute habe ich meine Frau aus einem nassen Grab gezogen und sie ganz allein bestattet. Und all das wegen ihr. Mary. Der Teufel. Okay. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Das ist doch die ich spiele, ne? Bitte, ja. Tabitha! Ja. Lass sie mir!
Überhaupt nicht verstörend, oder? Nee, warte, sag ich was, weil ich sehe ein Haus. Ich auch. John und die junge Dame. Genau, die Jüngere, genau. Sehe ich auch. Hier gibt's kein Telefon. Ach. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Oh. Warum bist du immer noch hier? Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Keine gute Idee. Du willst ihr folgen? Viel zu riskant, sie könnte uns in eine Falle führen. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Der Teufel. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Rupert. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Deswegen sollten wir da auch nicht hingehen. Ja, die hören doch nicht auf dich. Ja, das merke ich schon. Ja, jeder eben. Macht, was er will. Kein Wunder, dass alles schief läuft. Nein, geh doch mit! Hey, warte auf uns! Oh, wo bin ich denn jetzt? Wer bin ich denn jetzt? Widerlich! Keine Ahnung, ich bin jetzt gerade mit widerlich. Ja, ich auch. Leute? Ich sehe auch Frau widerlich. Seid ihr das? Da kommt jetzt was raus. Hilfe! Ich hab dich! John! Hilf mir! Oh Gott! Nein! Nein! Ich hab doch! Ich hab die falsche Taste! Nein! Hä, aber da war jetzt nix. Wer spielt denn jetzt was? Ich blick nicht mehr durch. Ich weiß es nicht. Die Frau ist im Tunnel. Du siehst sie auch, ne? Ja. Wo bist du? Sag wir was. Können sie nicht dort lassen. Wir müssen sie bergen. Angela! Hey, bist du da? Zu gefährlich. Dieses Biest könnte noch da unten sein. Ernsthaft? Du bist zu feige, sie zu retten? Ah, scheiß drauf. Hilf okay, mir da runter. Ich versuch dich zu retten. Ich weiß nicht mal, ob ich sie bin. Also. Keine Ahnung. Ich habe gesagt, scheiß drauf, geh mal runter. Habe sonst nichts zu tun gerade. Es ist Wochenende. Warum nicht ein bisschen sterben? Angela? Bist du noch hier? Ich bin's. Angela? Wo bist du? Ist sie da? Hier ist nur ihre Brille. Mehr nicht. Na dann ist ja gut. So, Rettungsaktion beendet. Jo, war super. Wir haben uns voll angestrengt. Hey! Und schon wieder der Satansbraten. Geht da nicht rein. Doch die Tür auf. Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Geh da nicht rein. Schlimmer kann es nicht werden. Du warst ja schon drin. Mensch, seid mal ruhig.
Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Also du bist John. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, naja, wenn wir erstmal hier raus sind. Hat nicht so gut falls bis jetzt sie geklappt. Noch leben. Also ich bin Andrew, ja, okay. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Die Hexenprozesse von Neuengland. Museum von Little Hope, $7.99. Ja, billig. Ja, ja, es sieht jetzt auch nicht so hochwertig aus. Das denn? Guckst du? Wo bist du? Ach, ich hab dieses Ding ans geguckt. Nee, die Tür will ich noch nicht. Wer sitzt denn da? Oh, wieder Puppen. Ja, die in der schönen Klamotten von damals angezogen sind. Ach, guck, hier hängen sie. Super. Oh, die hängen. Ach, wunderbar. Toll. Unheimlich. Das ist eine tolle Perspektive. Die machen mir echt Angst. Kannst du mal bewegen. Tja. Ist das ein Bild? Oh Gott. Oh, guck mal, hier ist so ein kleines Spieldingsbums. Ach nee, so ein Puppen. So eine Strohpuppe oder sowas. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Schau mal hier. Dankeschön, ich wollte gerade lesen. Ja, kann ich nichts dafür, dass das plötzlich was triggert? Ist immer so schnell. Pro-Gamer halt, ne? Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Ach. Damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Was bist denn du so rabiat? Du könntest recht haben. Ist ja gut. Puh. Ich sollte besser die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, der Strumpf ist schon ein bisschen... Was bin ich? Sag mal! Warte mal, jetzt kann ich nochmal das Bild angucken. Ja, jetzt guck mal das Bild. Wo war das Bild? Nee, jetzt war wieder was anderes. Was ist denn das? Ready for transfer. Okay. Jetzt kann ich runterreißen. Was? Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Stimmt. Ich? Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Ich, Mary Milton, bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, derer ich Zeugin wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel, einem Geist in Form eines Hundes, welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der diejenigen treffen würde, die sich ihr entgegenstellen. Solcherlei und anderer garstiger Dinge habe ich gesehen. 25. Februar 1692, Simon Carver. Okay, cool. Toll. Ne, wo habe ich das gesehen? Da habe ich es gesehen. Da war auch noch ein Text. Hier ist auch ich lese so gern, weißt du? Mhm. Amy Lambert, die erste Beschuldigte. Amy wurde von Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt, die er behauptete, sie hätten gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als ihr vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary,
Ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ dies in seinen Aufzeichnungen als Geisterbeweis zu. Okay. Schauen wir mal genau an. Gut. So, wo hast du was? Da hinten war noch was. Zwei Bilder oder irgendwie ja, sowas. Da, mal hin hier. Ach, da kann man was runterziehen. Warte mal. Ach. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Schauriges Déjà-vu. Siehst du den auch? Zufällig jetzt gerade? Warte. Ich sehe gerade nichts. Ich schaue jetzt gerade das Bild an. Ah, okay. Wie soll ich sehen? Ja, das Bild einfach nur. Achso, der hatte okay. Nämlich da irgendwas gesagt, dass das das Bild ist, was wir auf der Wache gesehen haben. So, warte mal, ich kann hier noch irgendwas runterziehen. Ja, mach mal, mach mal. Eine schwarze Katze. Das ist ein Fenster. Mhm. Das ist zugeklebt, weil ready. Also. Warte mal, ist hier noch irgendwas? Das war's jetzt schon? Ja. So viel Erkenntnisse. Da geht es nach draußen. Yes. So viele Erkenntnisse haben wir jetzt nicht gewonnen, oder? Du, ich bin schlau. Ich Echt? War im Museum. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Aber wir haben ja keine Erkenntnis mit dieser Puppe gehabt. Oder? Die war halt da, ne? So, das war Little... Also, ne. Bist du jetzt auch bei der wieder bei den anderen zwei? Ja, du bist da, Anja. Ja, okay. Hab doch eh keinen Empfang. Super, kein WhatsApp, nichts. Ich wollte mal nach meinem Pferdewett gucken, aber... Oh, nee. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört. Könnte Angela sein, ne? Hm. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Wenn die schon die Perspektive so komisch Angela ist. Will ganz Schnell sicher weg. Nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Oh, super neue Ist aber eine gute. Ja, hast wohl recht. Hast wohl recht. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö, aber ich war es in einem früheren Leben. Kleine Ulknudel, ne? Warte mal, ja, echte. Da passt der richtig zu dir? Aber da Was? Du, ich höre dir eh nicht zu. Da ist nichts. Kann man eigentlich schneller laufen? Warte mal, ich versuche. Nee, geht nicht. Oh, nein, nein, was ist denn jetzt? Habe ich das gedrückt? Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, wollte ich nicht. Das war jetzt, ich wollte schneller laufen. Hat voll genau geklappt. Ja, ich versuche nicht mehr schneller zu laufen. Aber wahrscheinlich geht die Tür nicht, weil ich glaube, das wird die andere sein. Kann es sein? Ja, probier's halt mal. Ja, ja, ich bin schon dabei. Der hat das Stöhnen angefangen, bevor er überhaupt gedrückt hat, aber. Mach ich auch immer. Wenn ich die Tür sehe, vorher schon. Und dann erst. Hast du aufgemacht? Hat nicht geklappt. Nee, es ging nicht. Die ist halt, wir haben nicht so viel mitbekommen. Ach so. Ja, dann versuche ich mal hier hinten die Tür. Du, mach mal. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ah, warte mal. Oh nee, das ist wieder Fenster. Guck mal hier, Fenster. Ja, hey, Taylor, schau mal da.
Guck mal. Was ist da? Ein Fenster. Hier war wohl schon lange keiner mehr. Woher siehst du das? Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Na dann mach mal. Kein Thema. Warte mal. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Dankeschön. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Oh, ach so. Oh. Ruhig, Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon, mir nach. Sind wir jetzt im nächsten Museum? Oder sind die jetzt auch im Museum? Oder? Das wäre jetzt der erste Gedanke gewesen, dass wir jetzt in demselben Museum sind, bloß... Komm, ja, hier lang. Ja. Richtig. Aber die Tür haben wir vorher nicht gesehen, oder? Doch. Okay. Aber wir sind nicht durch. Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Heiliger Bimbam. Ich hab... Da war gerade etwas. Das Mädchen bestimmt wieder. Aber schau mal auf den Timer. Wohin willst du? Ja, ich sehe es, ich sehe es. Sicher, dass das klug ist? Ne. Aber anscheinend müssen wir vorher noch jemanden verlieren. Steht da jemand? Ich will jetzt gerade keinen Schritt weiter gehen. Scheiße. Was ist denn? Gott kann dir jetzt noch helfen. Wo bist du denn? Wir haben von Joseph gehört, dass Mary jene Puppe ein Spielzeug des Teufels. Okay, aber das, bevor wir das rausfinden, ja, das ist würde ich sagen, das war's jetzt, ne? Ja, es ist doof, aber du musst jetzt durch. Ja, da müssen jetzt die Zuschauer durch, weil jetzt mitten im Dialog. Also, echt jetzt auch noch? Ja, super. Klasse. Ja, willst du den Dialog noch fertig machen? Na, ich bin jetzt halt woanders wieder in der Vergangenheit, weißt du? Ach so, ja, okay, das wusste ich nicht. Ja, dann genau. Machen wir weiter, oder? Willst du genau, jetzt müssen wir noch kurz, machen wir das noch kurz fertig. Okay, gut, ja. Entschuldigung, ich dachte, wir sind immer noch da. Und, okay. Nee, mich hat irgendjemand geholt Sorge, Leute. In die Vergangenheit. Okay. Kein Zweifel, dass du, Tabitha, dem Kind diese Monstrosität gabst. Folge mir nun, Weib. Mary, so erzähle ihm doch, wie du sie selbst fertigtest. Du irrst dich, liebste Schwester. Die Puppe war nie mein Eigen. Bitte helft mir nun in meiner Not. Bitte. Was geht hier vor sich? Hexerei! Der Teufel hilft dir nimmermehr. Bete nun zu unserem Gott, dem Allmächtigen, auf dass er dir vergeben möge. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Du wirst es noch bereuen, ein Kind verhext zu haben. Ich flehe dich an, Mary, so sag ihm doch bitte die Wahrheit, bevor es zu spät ist. Schweig still, Weib. Da bist du ja. Ja. Ich glaube, jetzt können wir Pause machen. Was war das? Die Stimmen. Ach so, warte mal. Ich hab mich selbst gesehen! Mich selbst angestarrt! Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich! Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. So, aber jetzt. Jetzt darf ich. Wunderbar. Klasse. Vielen, vielen Dank, dass ich es darf. Sehr gerne. Oh, ja, war ein bisschen mit Überlänge, aber man kennt es ja, Avatar 2 war ja auch nicht viel kürzer. Dementsprechend, glaube ich, kommt man damit schon klar. Haben wir es jetzt noch mitgenommen. Ja, richtig. Super, war ein toller Part. Ich habe dich gerettet, ne? Bitte hinter die Ohren schreiben. Ich gebe dir einen Stift rüber und jo.
beim nächsten Mal geht's weiter. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.